zusammen und heute wieder eine Zusammenfassung von Tag 22, dem Gerichtsprozess von Johnny Depp und Amber Heard. Gestern am Tag 22 haben wieder verschiedene Zeugen ausgesagt von Johnny Depp. Diesmal Kate Moss, die in sehr kurzer Zeit ausgesagt hat, dass Johnny Depp ihr niemals irgendeine Art physischer oder anderer Gewalt angetan hat. Der Vorfall, von dem Amber Heard gesprochen hat, dass sie Angst gehabt hätte, Johnny Depp könnte ihre Schwester die Treppe runterschubsen und sich daran erinnert hat, dass es da einen Vorfall gegeben haben soll, dass Johnny Depp mal mit Kate Moss in einer Beziehung war, dass er sie die Treppe runtergeschubst hat, entlarvte sich dann nach eigenen Aussagen von Kate Moss dahingehend, dass es stark geregnet hatte an dem Tag und sie auf den Holzstufen ausgerutscht ist. Und Johnny Depp ist dann sofort gekommen und hat sie medizinisch versorgt. Und das war eigentlich alles. Die Aussage war jetzt natürlich für Amber Heard nicht besonders positiv. Als nächstes hat ausgesagt die Psychologin oder Psychiaterin Dr. Curry. Hierzu gleich mal ein kleiner Zusammenschnitt. Provided testimony in a manner that presented essentially her own opinions and the self-report of Ms. Heard as facts. Dr. Hughes generally said that testing supported PTSD and that there was an etiology for her trauma of intimate partner violence. The elevation on that validity scale is consistent with PTSD, and that's simply not true. That scale was designed and has been tested and shown to be there to show when somebody is endorsing extremely unusual items that are not consistent with PTSD. Again, when you're looking at scores as high as Ms. Heard's, and then you're not seeing indications of PTSD in the more subtle tests where she doesn't know what she's endorsing, it's good evidence that her overendorsement on that one test is because of the reason the scale was made, to detect exaggeration and feigning of symptoms. Among 98% of people who take that test would not have endorsed. She scored more of those unusual items that are not consistent with PTSD than 98% of people who have ever taken that test. Very important that we clarify that to the fact finder, to the judge, the jury. That's our responsibility, that we do not cloak personal opinions or the self-report of an examinee as an expert fact or somehow scientifically based when it is just a personal opinion or self-report of an examinee. She provided a lot of what was Ms. Heard's report to her, the allegations of abuse, when describing Mr. Depp, who she had not examined, when describing Mr. Depp's behavior, his motivations. I believe she used the word obsessive jealousy quite a few times, talked about Ms. Heard being in a highly dangerous situation. Dr. Hughes says that Ms. Heard has PTSD. Do you agree? I do not. Really, the bottom line in a forensic psychological evaluation is a change in functioning. Dann hat ausgesagt ein Ex-TMC-Mitarbeiter Morgan Tremaine. Das war erst ein ziemliches Hin und Her, weil die Firma TMC wollte nicht, dass der ehemalige Mitarbeiter aussagt, aber die Richterin hat dann letzten Endes entschieden, dass er aussagen darf. TMC ist eine Entertainment-Firma, die praktisch News und ich glaube eine TV-Show anbietet und sozusagen Paparazzi beschäftigt. Also im Wesentlichen, was Morgan Tremaine gesagt hat, und zwar geht es da um dieses Video, das wir vielleicht schon alle gesehen haben, wo er in der Küche ist, gegen den Kühlschrank tritt und die Türen der Küchenschränke ja aneinander klappert und ziemlich wütend ist. Und Amber Heard hat es aufgenommen, dieses ganze Szenario.
Dieses Video sollte ja dazu dienen, um zu sehen, dass Johnny Depp ein aggressiver, gewalttätiger Mensch ist. Und dieses Video hat nach Morgan Tremaine, er hat nicht direkt gesagt, dass Amber Heard also TMC das Video zugesendet hat, sondern er hat gesagt, dass dieses Video bei TMC sozusagen das Copyright bekommen hat. Dann wird so ein Wasserzeichen darüber gelegt und dann ist klar, dass TMC die Rechte an dem Video hat. TMC kann die Rechte nur bekommen, wenn ihnen das Video vom Eigentümer des Videos zugespielt worden ist. Und das kann, also wenn man jetzt logisch denken kann, in dem Fall ja nur Amber Heard selber gewesen sein. Er hat auch gesagt, er selber kennt nur eine zusammengeschnittene Variante des Videos, wo nur ein paar kurze Szenen drauf zu sehen sind, wie Johnny Depp eben gewalttätig gegen die Türen tritt oder ja, mit den Küchentüren klappert und rumschreit. Er hat dann zum ersten Mal im Laufe der Verhandlungen das ganze Video gesehen. Ganz am Schluss am Video gibt es so ein gewisses Grinsen von Amber Heard, so ein selbstzufriedenes. Das kann man jetzt interpretieren oder nicht. Also ich habe dieses Grinsen als ja so ein Erfolgsgrinsen interpretiert. So ein, auf Englisch sagt man Smirking. So ein, ich hab dich, jetzt habe ich dich auf Kamera. Aber das ist jetzt eine Interpretation von mir. Das kann ja jeder selber sich selber seinen Teil dazu denken oder nicht. That shit on me, no, motherfucker. I didn't. You were smashing shit. Four, five. Well, it's quite fitting with the rest of the photographs and tape recordings she made. So I thought what was most interesting is that she tried to hide it from me and then that she laughed and smiled at the end. I thought that was the most interesting part. Jedenfalls, genau, das ist das, was er im Wesentlichen ausgesagt hat. Da gab es noch ein längeres Kreuzverhör dazu. Ja, also. Dann hat gesprochen der Brian Neumeister, ein Metadata-Expert, arbeitet bei der Firma USA Forensic und er analysierte die Fotos von Amber auf Echtheit. Er ist eben da drin Spezialist, das herauszufinden, ob Fotos echt sind oder nicht oder ob die bearbeitet sind. Und er hat ausgesagt, dass diese ganzen Bilder, die wir kennen von Amber Heard, wo sie zum Beispiel hier an der Wange irgendwelche blauen Flecken hat, dass diese Bilder keine Originalbilder sind. Also er hat gesagt, kein einziges Bild ist ein Original-iPhone-Bild. Die Bilder wurden alle, also das waren alles Fotos von Fotos und daher sind es eigentlich keine richtigen Beweismittel. Dann wurde Beverly Leonard per Video dazu geschaltet. Beverly Leonard ist ein Police Officer. Sie hat 2009 Amber Heard festgenommen, als sie auf einem Flughafen ihre damalige Frau Tasha geschlagen hat. Die Polizei wurde dann dazu gerufen und haben dann bei Tasha eben verschiedene Verwundungen festgestellt. Zum Beispiel wurde die Kette abgerissen und hier war alles ganz rot. Sie wurde dann wegen, ich glaube, Gewalt vierten Grades festgenommen und das wurde dann kurz beschrieben. Und die Gegenseite kam dann mit dem Argument, wie schon bei Morgan Tremaine, dass wohl der einzige Grund, warum man überhaupt aussagen möchte, der sei, dass eben dieser Prozess so viel Popularität hat und dass man deswegen so wahnsinnig gern vor der Kamera stehen würde, damit einen alle sehen würden. Der Morgan Tremaine hat dazu ausgesagt, er hat überhaupt nicht das geringste Interesse daran, sondern im Gegenteil, er bringt sich eher in Schwierigkeiten, weil er weiß, dass seine Ex-Firma TMC das nicht möchte.
dass er aussagt. Und er hat dann die Gegenseite, in dem Fall die Rechtsanwältin Elaine, gefragt, ob sie vielleicht Interesse hätte, vor der Kamera zu stehen. Weil wenn sie ihm das vorwirft, vielleicht hat sie ja dieselben Motive, dort im Gerichtssaal zu sein. Dann hat Johnny Depp selber gesprochen. Und ja, das muss man einfach vielleicht selber gesehen haben. Deswegen spiele ich das jetzt kurz ein. Mich persönlich hat das wirklich tief berührt. Jeder, der Opfer von missbräuchlichen Verhalten geworden ist im Leben, ich glaube, der weiß, wovon er spricht. Und das ist etwas, was mich wirklich im Herzen berührt. Nicht dieses vorgespielte Theater von Amber Heard, wie ich es jetzt mal nennen würde. Mich hat die Aussage von Amber Heard nicht im Herzen berührt, während Johnny Depps Aussage mich ja wirklich zutiefst berührt hat. What has it been like for you to listen to Ms. Heard's testimony at this trial? Objection, relevance, Your Honor. Oh, overruled. Insane. It's insane to hear heinous accusations of violence, sexual violence, that she's attributed to me, that she's accused me of. I don't think anyone enjoys having to split themselves open and tell the truth. But there are times when one just simply has to, because it's gotten out of control. It horrible. Ridiculous, humiliating, ludicrous, painful, savage, unimaginably brutal, cruel, and all false. All false. No human being is perfect, certainly not. None of us. But I have never in my life committed sexual battery, physical abuse, all these outlandish, outrageous stories of me committing these things and living with it for 6 years and waiting to be able to bring the truth out. So this is not easy for any of us. I know that, but no matter what happens, I did get here and I did tell the truth, and I have spoken up for what I've been carrying on my back reluctantly for 6 years. Thank you. Also, was ich sehr irritierend fand, das war das komische Grinsen und teilweise also dieses Lachen von Amber Heard und das Grinsen, während Johnny seine Aussage gemacht hatte. Und ich glaube, das fanden viele sehr verstörend. Ich denke, dass das auch die Jury gesehen hat und sich dann vielleicht auch ihren Teil dazu denkt. Im Großen und Ganzen möchte ich auch ganz gerne noch was zu diesem ganzen
Thema sagen rund um die ganze Verhandlung. Viele werten das ab als, ja, dass da eine schmutzige Eheschlacht praktisch stattfindet vor laufender Kamera. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das große Interesse an dem Fall ist nicht nur, dass viele Leute praktisch auf ein großes laufendes Fahrzeug aufspringen wollen, um damit ihre Reichweite zu erweitern, sondern ich glaube, dass das Thema an sich, dass hier jemand, der Missbrauch erfahren hat und der in dieser ganzen Manipulationsschienerie, dem ziemlich übel mitgespielt worden ist, sich hier endlich zu Wort meldet und der endlich mal zu Wort kommt und für sich selbst spricht. Und das Phänomen, glaube ich, das ist den meisten noch gar nicht so richtig klar, wie viele Opfer es von Missbrauch eigentlich gibt. Und das spielt überhaupt keine Rolle, das habe ich schon mal gesagt, ob das Männer oder Frauen oder Kinder, wer auch immer das ist. Wir haben unzählige Opfer von Missbrauch. Und mit Missbrauch ist nicht der sexuelle Missbrauch an sich gemeint, sondern der manipulative, verdeckte Missbrauch, der stattfindet und in dem Menschen, gerade die Opfer, dann immer diffamiert werden. Sehr, sehr häufig. Und das ist etwas, das ist ein Phänomen in unserer Gesellschaft und kein Mensch kümmert sich darum. Und hier kommt ein Opfer zu Wort und wird vertreten und wird unterstützt von ganz vielen Menschen. Und das ist eine Situation, das ist so befreiend als Opfer, das zu sehen, dass es das gibt. Mir selber geht es so, ich selber habe auch sehr viele missbräuchliche Situationen erlebt in meinem Leben. Und das zu sehen, wie Johnny Depp praktisch Unterstützung bekommt, wie er endlich für sich sprechen darf, wie Zeugen für ihn aussagen, Experten für ihn aussagen, das ist einfach befreiend für Menschen, die das erlebt haben. Das ist fast therapeutisch. Und dann einfach nur zu sagen, ja, das sind alles gierige Gaffer, die nur sensationelle Berichte anschauen wollen oder TikToker und YouTuber, die ihre Reichweite erweitern wollen und so weiter. Das ist nicht weit genug gedacht in meinen Augen und diese Komponente spielt hier, glaube ich, eine sehr große Rolle. Falls du auch so jemand bist, bist du hier herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde in Zukunft noch mehr Videos zu dem Thema hochladen. Nicht nur Johnny Depp, sondern allgemein zum Thema Missbrauch und alles rundherum um das Thema, wenn du mit Menschen zu tun hattest oder hast, die eine Cluster-B-Persönlichkeitsstörung haben oder hatten und du zum Opfer dieser Menschen wurdest. Ja, wenn dich das alles interessiert, bleib dran und bis zum nächsten Mal bei Viel zu nett.